Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hunt Showdown. Ja, es ist wieder eine Doppelfolge. Die erste Runde ist so eine kleine, kurze, knackige Runde, die eigentlich ganz gut gelaufen ist. Und in der zweiten seht ihr, warum ich kein allzu großer Freund von Custom Ammo bin. Warum genau? Es geht mir hauptsächlich ums durch die Wände schießen. Geht mit vielen Custom Ammo Munitionstypen gar nicht. Und wie wichtig das ist oder wie cool das ist, durch Wände schießen zu können, könnt ihr in der zweiten Folge sehen. Das war ein relativ intensiver Kampf und ich war sehr froh, durch Holzwände schießen zu können. Was genau ich damit meine, schaut es euch an, bleibt dran, viel Spaß. Gucken, wie es aussieht. Oh, nein, warte, jetzt hol ich so. Wenn du irgendwo Heilung siehst, kannst du mal Bescheid sagen. Lass uns mal zur Ziegelei gehen. Ja, Sekunde, ich habe gerade eine Puppe gefunden. Ja? Eine große. Oh ja. Eine große und die macht Chapeau. Kaputt. Sehr schön. Raben im Norden? Also Richtung Gefängnis? Ja, da sind sie. Nichols. Oder? Ja. Also ich meine Raben hochgeflogen. Ja, nee, die waren auch da. Ich habe sie auch gesehen. Ich gehe mal zum Versorgungswagen, mich heilen. Mach das. Ich lach mich tot. Beim Versorgungswagen gibt's jetzt auch Spezialmuni, ne? Für deine Armbrust. Ja, ich weiß. Aber ich habe 10 dabei, also passt. Ah, okay. Also hast du beide Munitionsslots damit? Ja. Okay. Ja, ich benutze hier nur zum Graben machen. Krähen, wenn man es genau nimmt. Wenn jetzt hier beim Nicole sollten wir jetzt weil die wissen jetzt, dass wir da sind. Ja, ich wollte nur zum Versorgungswagen, ist eigentlich egal, aber die Map wird sich sowieso von uns weg zudecken, von daher müssen wir da gar nicht hin. Da vorne, hinter dem Haus sind aber noch Krähen. Oh, jetzt gehen wir zum Vor. Naja gut, macht nichts, kriegen wir Zweig los. Na komm halt her! Ach, sehr schön. Oder so, ne? Dinge, an die ich nie denke. Ist so angenehm, seitdem ich es rausgefunden habe. Wir waren meilenweit von diesen Enten. Ja, da ist noch einer, falls er getriggert werden sollte. Da oben sind Krähen. Ach, hör doch auf. Du hast nur vorbeigeschossen. Ach was. Aus Prinzip. Klar sein, dass die hinter uns sein könnten, ne? Ja. Könnten. Könnte, Ente. Du hast ihn weggeleuchtet. Mhm. Thank you.
Okay, da geht schon mal rund. Graben. Ich hab nur noch einen Bolzen. Ja, reicht doch. Ich wollte es nur erwähnen. Okay. Hier ist Waffenöl und Consumable, aber ich weiß nicht, ob jemand... Moment, ich höre was. Ja, ich auch. Ach, das war nur ein Zombie. Ich muss erst eine schmutzige Waffe anlegen, bevor ich das Öl benutzen darf. Mhm. Da drin wurden Blendgranate geschmissen. Das sind schon welche drin. Und sterben. Ich werde beschossen. Habe jemanden getroffen. Keine Ahnung. Ich habe einen getitt. Lass mich kurz heilen. Moment. Nachladen. Ich habe einen getroffen, aber. Ja, getroffen habe ich auch. Ja. Aber. Damit ist der Eingang erstmal gewissermaßen verbarrikadiert. Wir haben sie beide zum Brennen. Da ist einer. Hier. Moment. Wo? Hinten an der Tür direkt. Ach, da. Ja. Ich habe einen Hit abgekriegt. Achtung, ja. Die schmeißen was. Soll ich mal was Dickes reinschmeißen? Hast du was Dickes zum Reinschmeißen? Ja, eine Splittergranate habe ich dabei. Ja, wenn du da reingehst, dann nicht. Ich bin wieder drin, ja. Die sind bei mir. Bei mir ist einer. Scheiße, Mann. Gibt's doch nicht, dass ich den nicht treffe. Damit haben sie nicht gerechnet. Alter! Durch den Vorhang! Mhm. Den hast du doch nicht gesehen. Doch klar habe ich den gesehen. Ich habe den Blick noch nicht dafür, ich sehe den einfach nicht. So. Schritte. Keiner da. Dann habe ich einen an der Waffe. Kann noch ein Zombie da so sein. Hat der Doppel-Uppercut? Ne, doch nicht. Huiuiuiuiui. Hier ist der andere. Aber hier ist noch ein anderes Team gewesen, also ja. Zwei Teams sind kaputt. Bist du noch zum anderen Boss? Mhm. Oder lieber mal eine Safe-Runde raus? Ist mir egal. Ach, wir sind so nah am Ausgang, dann lieber noch eine zweite Runde. Okay. Warte mal, da vorne war noch ein Vogel. Reden. Ich habe keine Muni mehr. Aber ich habe noch Brandbombe. Entschuldigung. Wieso?
Na, das war doch schön. Einfach mal schnell rein, raus, fertig, Feierabend. Ich finde es halt immer wieder witzig, wie dieses Phantom, der mit links mit so einem Puppenarm sich die Giftspritze in den Puppenarm reinrammt. Der ist bionisch mit dem Körper verbunden. Das passt schon. Ich bin der 2-Millionen-Dollar-Mann. Alter! Huch! Wieso? Ich hatte einen nervösen Finger. Ich merk's. Also, alles wird Schnitt nehmen, aber halt. Ich würde mal drüber gucken. Ja, und den Rest kriegt man bestimmt bei eBay für 10 Euro oder so. Denke ich auch. Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Immer so voll gestresst, hast du voll lange lackierte Fingernägel, ey. Und Kaffee, ganz, ganz viel Kaffee. Stell mir gerade da vor, mit den Beinen so auf dem Tisch. Lackiert sich gerade die Fingernägel so, das Telefon um die Schulter geklemmt, weißt du. Ich immer ablästern, deswegen andere genehmigen. Ja, ich würde mich reinfinden in die Rolle, gar kein Problem. Glaube ich, das glaube ich. Du, wenn du das machst, kriegst du auch eine Kaffeemaschine, deine ganz eigene. Weil ich Kaffeetrinker bin. Aber die allerbilligste, die es auf eBay Kleinanzeigen gibt, die du brauchst. Er trinkt eh keinen Kaffee, von daher muss ich keine teure holen. Mir reicht ein Red Bull. Das musst du ja aber die Woche über einsparen. Ja, ja, eins, natürlich, klar. Also. Ich hab jetzt eigentlich gedacht, mehr so mit der Gehaltsabrechnung oder so. Ah, okay. Du hast ja von Red Bulls bezahlt. So als Bonus. Das ist Waffenöl. Ich bin gar nicht dreckig. Das ist jetzt halt so schön. Hat jemand was für die... Ah, oh, da ist eine Laterne. Ja, wir sind sogar jetzt knapp noch zwei Stück drin. Darrow? Ah, yo! Sind da gerade Enten hochgeflogen? Hab ich nicht gehört. Nee. Die Geld? Ah, da vorne sind nochmal Raben! Boss ist hier. Okay. Perfekt. Ich glaub, da oben ist sogar ein Event-Klo. Ich weiß es nicht. Ich geh kurz rein. Ich muss kurz rein. Wir gucken. Wie gesagt, eine Sticky dabei. Aber auch eine. Ja, das ist kein Event-Klo. Das ging schnell. Alter, das war nur so zweimal so ein dumpfer Knall. Da irgendwo ein Immolator im Norden, oder? Keine Ahnung. Ich suche Raben. Kleines Geld. Kleines Geld. Bloodbound. Okay, die zwei Türen sind verweigert. Das ist gut. Das ist gut. Geld. Special Ammo.
gell? War der Boss unten? Ja. Mhm. Ach, ist der Single-Boss, das sehe ich ja eben erst. Die kommen jetzt alle zu uns. Aber das wird jetzt. Aber ich glaube, ein Team ist, glaube ich, schon raus, würde ich behaupten. Ja, behaupten kann man immer viel, gell? Das stimmt. Dabei noch warten. Ja, ich geh. Gib mir ja bestimmt Deckung aus dem Haus raus. Na klar. Ja, kannst du so ein bisschen, kannst du das checken geben. Na gut, wunderbar. Minimal nur. Dann würde ich einfach kurz hier AFK gehen, ist das in Ordnung? Mach das. Machen Sie das. Wird schon passen. Ach, da vorne ein Fass. Nehmt ihr? Mir egal, kann ich machen, ja. Mir ist es auch immer egal. Okay, frag schenkst du einfach nur Tipp. Ach, da ist ja unten. Wo geht's denn nochmal runter? Hier, kleines Geld. Ah, ist schon weg. Also, ich sehe nur im Süden einen. Im Süden einen. Aber noch so weit weg, dass dann locker noch ein Team hinten dran sein kann. Ohne Probleme. Okay. Da easy rauskommen, weil entweder ist der Ausgang richtig krebsig zu erreichen durch Port oder Allen oder halt super weit weg. Würde ich vielleicht erstmal hier ein bisschen chillen. Können wir machen. Mit so vielen Shotguns, also mit zwei Shotguns im Gepäck und Steven. Und Steven. Ist ein Argument, ja. Ja, Steven hat sein Tactical Gadget dabei. Die bauen ein Match, meinst du? Ja, genau. Ich finde das Ding super. Süden hast du gesagt, gell? Ja, ja, ziemlich genau. Die Richtung. Ja, ich gucke hier aus dem Fenster, aber ich sehe noch nichts bisher. War auch, wie gesagt, echt noch weit weg. Kann gut Richtung Alice Farm gewesen sein. Also die Richtung Alice Farm, ja, auf jeden Fall, aber in Alice Farm meine ich. Hm. Ich drehe hier schon seit Stunden. Hier so meine Runden. Es trommeln die Motoren. Es trommeln meine Ohren. Ich finde keinen Parkplatz. Ich komme zu spät zu dem Einschatz. Ja. Meine Ex-Freundin hat mich auch verlassen, weil ich zu viel Herbert Grönemeyer zitiert habe, was ist okay, es tut gleichmäßig weh. Oh. Irgendwie seltsam, dass sie nicht kommen. Vielleicht sind das Sneeper Deeper. Ja, aber vor allem, wir hocken im Süden.
Also die Ausgänge sind im Norden. Also wir können im Norden einfach rausgehen. Also ich guck mal. Ja, nein, die kommen näher. Richtung Osten jetzt, die rotieren. Die Wichser. Könnten Sniperer sein, aber halt. Sniperer. Achtung, das sind Fallen. Falls ihr eine Laterne braucht, ich habe hier vier Stück. Heilung habe ich keine gesehen, nein. Ich geh mal Boucher gucken unten. Bilder, ah doch, ja. Dufte. Hier wäre auch nochmal Heilung. Mit dem kleinen Messer kannst du es nicht wegmachen, oder wie? Du musst schneiden. Also der starke Angriff funktioniert nicht. Also, Ostenschritte. Also mit dem kleinen Messer brauchst du zwei Schnitte. Da sehe ich einen. Also hier, Osten. Ich muss woanders hin. Ja, hallo, der ist auch, hier ist auch Heilung für später, gell? Der ist schon wieder weg. Ah, die ganze Zeit ähnlich. Ich hab auch nicht. Da oben, oder was? Nee, drüben auf dem Hügel drauf, sag ich mal, auf die kleine Erhebung. Renn nach rechts. Da sehe ich einen. Komm. Einer hat einen Hit. Sehen leider nicht mehr. Hat sich geheilt. Ah, da. Werfen wohl was? Es sind nur zwei. Nee, ich glaube, hier sind zwei und die waren einfach nur, Ich sehe auch nur zwei, einen im Osten und einen im Südwesten. Nee, hier sind zwei. Dann quasi parallel zwei verschiedene Waffen geschossen. Kannst du überlegen, den hier alleine zu pushen? Ah, da geht's, glaub ich, zurück, vergiss es. Also einer ist rechts zu mir im Innenhof. Hat einen Hit. Ich auch.
Tür auf. Tür aufgemacht. Ja. Ja. Ich meine, das auf dem Dach kann das sein? Oder aus der Richtung zumindest? Hier in dem Nachbargebäude auf jeden Fall. Kann hochgegangen sein, durchaus möglich. Da oben auf dem Dach ist einer. Hat einen Hit. Auf dem da, ah ja. Down. Machst du das? Ich hab den gekillt auf dem Dach, ja. Okay. Yo! Hier sind drei. Ja, neues Team wahrscheinlich. Da Plesch Richtung Nordwesten könnte noch einer oder wieder jemand auf dem Dach sein. Ja, der wurde aufgestellt. Hinterm Haus einer. Einer hat einen Hit. Blutet. Aber leider nicht down. Immer noch dagegen überliegend. Hallo? Ha? Ich wo gegenüberliegend? Meinst Ahnung. Du in diesem Haus okay. Da oder was? Ja, ja, in genau. Der Brücke sind die da drin oder wie? Also ich meine schon. Die deswegen waren die ganze Zeit da unten drunter. Unseren Eingang zu. Soll mir recht sein. Aber irgendwie, also ich dachte, zwei Teams sind da, aber irgendwie fetzt sich sonst keiner so wirklich. Es ist kein anderer da. Die einen sind auf der einen Seite, die anderen auf der anderen Seite und wir sind dazwischen. Ja, auch möglich. Noch zwei Sekunden, die würde ich mir eigentlich aufheben. Ja, ich habe auch noch zwei Sekunden. Huch, ich bin wohl runtergeglitscht. Schlagen die Tür hier ein. Die Tür. Wo? Hier die. Okay, alles klar. Zwei sind an der Tür, dann pass auf wegen dem Fenster. Man hat einen Hit. Ah. Oh. Ja, noch ein Hit. Noch ein Hit. Sind die jetzt bei mir an der anderen Tür? Kannst du pingen, wenn du einen siehst, David?
Der ist hier direkt dabei, ich kann nicht kriegen, ich werde beschossen. Da an der Tür, zwei Stück. Wieder aufgemacht. Zwei Hits gefressen mit der Bornheim. Down. Schön. Der ist zum Fackeln? Nein. Ja, ja, oh Gott, mehr als genug. Den Moment hab ich gewartet. Pass auf, wegen der anderen Tür, die noch offen ist, dass sie jetzt pushen, ja. Haben wir die aufgestellt? Oh, ich dachte, ihr habt das im Blick. Ich hab ihn nicht direkt gesehen. Wieder down. Okay. Okay. Ist noch was? Da ist einer reingepusht, ich wurde geaxtet. Ist oben, David. So, bauen wir mit. Bei mir auch noch runtergesprungen, runtergesprungen, runtergesprungen. Ja, ja, der andere ist bei mir. Ich darf nachladen. Ist aber noch einer hier. Ich hab einen getötet. Rechts von dir. Ja, rechts von dir. Da hinter. Da. Nein! Nein! Es tut mir leid. Das ist der letzte Spieler, das ist ein Singleplayer. Ich wollte gerade sagen, das. Oder stellt er den auf? Warte mal. Ah. Nee, der stellt dir auf. Nee. Hä, wie? Ja. Was? Warum? Hä? Das waren die letzten Spiele. Ach, Mann. Hä, aber warum waren es denn jetzt wieder drei? Ich denke, draußen lag einer. Ich habe einen gemacht und Steven hat einen gemacht. Ja, einen. Den haben sie wieder aufgestellt auf dem Dach. Ja. Ja, auf dem Dach ja schon ganz lang, aber ja, eben gerade. Ach so. Also, Moment. Tim hat auch den im Hof umgenutzt, richtig? Ja, aber den haben sie auch wieder aufstellen können. Ich habe nicht gesehen, ich habe nur gehört, wie er sich gehalten hat. Ja, aber du hast ihn doch dann nochmal umgenutzt. Ja, genau. Das meine ich ja. Da habe ich mir die Wand geholt. Okay, ja gut, was ging denn alles so schnell? Ach so. Also die kaputtgekloppte hatte ich auch immer ein Auge drauf und die, wo sie dann, also die sind ja gar nicht zwei Türen gepusht. Ach, verdammt. Und das war's auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe immer, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, zeigt mir gerne mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Hunt Showdown sehen wollt und schreibt mal eure Meinung zu der Runde in die Kommentare. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.